Es geht los. Tour de Pals. Ich bin mal gespannt, ob ich es packe, ob mein Fahrrad es packt. Heute sind so 70 Kilometer geplant. Komplett Richtung Süden. Und dann penne ich da irgendwo. Und dann geht es hoffentlich weiter. Ich bin mal gespannt, ob ich es packe mit dem Kollegen auf dem Rücken. Hat jetzt aktuell 11,1 Kilo. Hab schon Licht und so Zeug, habe ich ordentlich ans Bike gebastelt, damit das nicht ganz auf dem Rücken drückt. Und ja, ich habe da so ein lustiges Paket von Magic Shine bekommen mit Remote-Steuerung, ist voll geil. Verdammt. Also so weit bin ich mit dem Kackrucksack noch nie gefahren. Schleiche einen Berg hoch. Aber zumindest geht es dem Typen da nicht anders. Er ist genauso schnell. Jo. Der Rucksack ist schon ultra nervig. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist mein Schaltwerk. Das ist ja in Frankreich ausgerissen. Und das habe ich jetzt notdürftig geflickt, gepfuscht. Ja, da ist irgendwie das Gewinde rausgerissen und jetzt habe ich da schön aufgebohrt und ein bisschen Gewindestange reingebaut. Aber es hat ein bisschen Spiel und deswegen knarzt alles und wahrscheinlich gibt es irgendwann, wenn ich am Arsch der Welt bin, den Geist auf. Dann muss ich mit Zug irgendwie heimfahren, heimschieben und so. Ja, ich habe jetzt noch circa 13 Stunden Zeit, Meter zu machen. Ja, das dubbische Schaltwerk kann man in dem Zustand leider nicht so gut einstellen. Das Bittere ist, ich glaube, heute kommt sogar mal neues. Ach ja, herrlich. So, dann geht es ein wenig bergab. Okay. Für das bisschen mache ich jetzt nicht die Gabel auf. Es rumpelt nur kurz. Habe ich zumindest in Erinnerung. Oh Gott, so ein Rucksack. Der kommt einem immer hinten hoch. Dort ist ein Kopf mit dem Gewicht. So. Da scheppert es auch ein bisschen. Oh Gott, so genau weiß ich jetzt doch nicht mehr, was hier alles kam. Aber scheppern tut's gut. Huppa. Pizzastein. Ist nicht dran springen. Ach Gott, ey, wie sieht denn das aus? Das wäre es jetzt ein Platten oder so. Da würde ich jetzt nicht so lachen. Oh yay. Das sieht gut aus. Komm, mir die Lights da entgegen, komm. Ach du Kacke, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Uiuiuiui. So. Weiter geht's. Schön. Lack, Lack. Oh, hier wird's wieder Sandy. Sandy und Chantal. Also 10 Kilometer, dann wird die Landschaft auch landschaftlicher. Aktuell ist es sehr waldig. Hübsch, sehr hübsch. Wunderschön. Jetzt müssen wir noch ein bisschen im Berg rum. Und dann kommt der nächste Berg. Ja. Der Trail hier. Ganz schön verballert, aber gut. Jo.
Scheppert nur. Okay. Oh, ein rosa Hund. Alles da, was man braucht. Sogar schon arg weit. Wenn ich Glück habe, wäre ich betrunken. Und zu einer Versteche. Verflucht nasse. Aber eigentlich sind sie nicht schlecht, die Dinger. Aua. Fett. Was ist das denn für ein Weg? Der ist ja geil. Jo, es ist wieder soweit. Aber nicht so viel mitnehmen müssen. Sollte ich mal gucken, wann die nächste Quelle kommt. Die Eselstränke. Ein Trail. Boah. Treppenstufen. Wie schön uneinsichtig. Ich kenne den auch nicht. Gucken wir mal. Oder war es das jetzt schon? Nee, war noch nicht. Geht hier weiter. Oder? Jo, ja, oder? Oh, das sind jetzt gerade die richtigen Treppen für meinen Radstand. Das ist eine kleine Mulde, wo man fahren kann. Bau hoch hinten am Rucksack. Ab über den Schmotter. So. Das ist doch ganz witzig. Liegt ganz schön viel Scheißdreck rum für einen Prämienwanderweg. Geht's jetzt lang? Immer noch hier, ja. So, und ich glaube, ja, sind wir jetzt Gräfenhausen. Oh, hier riecht so schön nach trockenem Boden. Herrlich. Wo geht's denn lang? Schön, schön. Mal wieder ein bisschen Trail hier. Ach ja. Mann, bin ich plattgeschissen jetzt schon. Schön, schön. Ist wieder Sandy. Schön, schön. So geil. Schmerz. Lass nach. Oder komm gar nicht erst. Ich dem Rotz, der jetzt eine Platte kriegt. Aue, 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 aue. Naja. Hier. Mein Hintern tut so weh mittlerweile. Ich glaube, wenn ich den Rucksack einfach ablegen würde, wäre es okay, aber so. Da haben wir die wunderschönen Geiersteine. Ja, ich habe jetzt zeitlich gesehen die Hälfte meiner Tour. Also 7 Stunden bin ich jetzt gefahren. Weitere 7 hätte ich noch.
bis es dunkel wird. Und ja, Nussschnecke. Ich brauche jetzt Zucker. Liegt da was Komisches. Uiuiui. Und geht's lang. Ich glaube auf die Straße und dann wieder rechts. Okay. Jetzt bin ich auf einmal wieder am Ende vom Video mit Axel, also Episode 5. Tourlog 5, glaube ich, war es. Also eigentlich der letzte. War es der letzte? Ich weiß es selber nicht mehr genau. Ja, das ist die Schlusswiese. Wiese ist geil. Boah, weiter geht's, ne? Geil. Ach, herrlich. Und der hat Stacheln. Oh, das habe ich auch ganz spät. Ach, Brennnessel. Du musst mal aufpassen mit denen. Dann möchte ich nicht Feuerkanne reinfahren. Wie heißt das Zeug nochmal? Fällt mir gerade nicht ein. Gut. Fuck. Ach du Kacke. Jetzt mit der Hitze hier habe ich mein Leistungstief. Mal gucken, ob ich da nochmal rauskomme. Oh Gott. Da musste ich hierher kommen. Ach ja, genau, was geil ist. Irgendwo in ganz weiter Ferne, ganz dahinter, hinterher komme ich her. Ist doch sehr überschaulich auf einmal. Sieht sogar aus, als wäre es genauso weit weg wie der Trifels. Das ist nett. Das ist nett. Schon hoch. Wasser, ich strümpf wieder. Jo, ja, tschüss Lindelbrunn. Gott, war da aber warm, merke ich gerade. Das ist schon richtig angenehm hier runter. So, jetzt haben wir 5 Uhr. Knapp 60 Kilometer gefahren. Arsch brennt wie Hölle. Jo. Jetzt müsste bald die Stelle kommen, wo angeblich eine Quelle sein soll. Aber die brauche ich noch einmal. Nochmal schön den Sack auffüllen. Schön. Oh, hier riecht's nach Kuh, das ist voll toll. Jeder mag den Geruch von Kuh. Geil, 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 geil. Aue. Gewurzelt. Hä? Okay. Und nochmal. Wo ist er? Da ist er. Da ist mein Ziel. Ha! Ich muss noch da hoch. Ist das geil. Ich habe es geschafft. Die französische Grenze. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Aber da muss ich auch erst nochmal hochkommen. Ich glaube, die höchste Burg überhaupt hier. In der Balz. Oh, schön Wiesen. Sechs Uhr. Jetzt bin ich 9 Stunden unterwegs und, nee, warte, dumm geschwätzt, 11 Stunden bin ich unterwegs.
Ich schätze, auf dem letzten Meter werden dann die Krämpfe anfangen oder sonst was. Oder, keine Ahnung, ich kriege ein Kind. Irgendwas ist immer. Da ist er. Mein Endgegner. Wie sich das für so einen klassischen Endgegner gehört, ist das nur die Spitze des Eisbergs und der geht hinten dran noch ein bisschen höher. 500 irgendwas, glaube ich. Höchste Burg der Pfalz. Da oben ist jetzt mein Ziel, das ich mir eigentlich ausgesucht habe. Aber Dummkopf fährt doch noch einen Kilometer weiter. Da drüben, glaube ich, der Sonnenuntergang schöner ist. Auf die französische Seite. Und dass ich sagen kann, ich bin von mir zu Hause nach Frankreich gefahren. In 12 Stunden. So, und wir sind in Frankreich. Mal gucken. 19 Uhr. Ist ja geil. Ham nam nam nam. Kaugummi. Ich bin da. Jo, dann ab nach oben. Das war hier, wo man sich immer den Kopf rennt. Hoffentlich das mal nicht. Alter, ist das geil. Die Ameisen schlüpfen. Das sind einfach Milliarden Tiere gerade in der Luft. Und die machen so ein bisschen Geräusche wie Bahngleise von Weitem. Lecker. Herrlich. Einfach die Mega-Rundumsicht. Das ist unglaublich.